Servus Albrecht-Praktikanten, da bin ich wieder. Nach meiner Motorrevision habe ich jetzt ein kleines Problem und zwar qualmt mein Guter etwas. Und zwar nicht aus dem Auspuff oder aus dem Motor, sondern am Motor. Und zwar ist es so, dass bei mir der Simmering, der hinten an der Nockenwelle sitzt für den Antrieb der Hochdruckpumpe, undicht ist. Obwohl er neu ist, Shit Parts lässt grüßen. Ist es so, dass der undicht ist. Was wieder mal meine Theorie bestätigt, kauf keinen Aftermarket-Dreck. Oder zumindest Dreck, den du vertrauen kannst. Den kannst du kaufen, aber sonstigen Dreck halt nicht. Was das für ein Teil gewesen ist von Britpart, keine Ahnung. Jedenfalls ist es undicht. Zwar nicht doll, aber es tropft halt auf den Turbo und das ist natürlich nicht so schön. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kommt man dabei? Also, es ist angeblich möglich mit einem Spezialwerkzeug, aber irgendwie sagt jeder im Internet, wie das man beim Discovery so ist, wenn du keine Ahnung hast. Es geht nicht. Nimm das Haus ab, bau den Motor aus, kauf dir ein neues Auto. So wie das nun mal in den Foren so steht und gesagt und getan wird, auch was die lokalen Land Rover Dealer sagen. Es gibt eine Möglichkeit, wir gehen das jetzt mal an und zwar probieren wir das mal aus ohne das Spezialwerkzeug, nur mit ein bisschen Sachverstand und räumen die Karre von hinten erstmal leer. Also den Motor so gesehen, also wenn wir den Zahnriemen wechseln wollen, suchen uns dann einen schönen Punkt, wo wir also das Rad hinten losdrehen können. Nehmen dann das Rad hier ab, das Antriebsrad, und ziehen dann den Simmering raus und tauschen ihn aus. Den neuen Simmering habe ich schon auf Tasche, das ist in dem Fall ein Originalteil von Ford. Der ist jetzt zwar schon gelaufen, der ist aber gut. Der ist wirklich gut, der hat nämlich nur die 50.000 gelaufen. Der ist auch so vom Verschleißbild her eigentlich, ja, was willst du da sagen, ist noch schön weich, somit ist der in Ordnung. Ne? Das ist auch einer, der sich in beide Richtungen drehen kann und ich vermute, dass da das Problem liegt. Und die beiden vorderen Dichtringe sind sauber und trocken und funktionieren. Der hintere ist nicht sauber, funktioniert nicht. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie so ein Simmering funktioniert und dass es auch laufrichtungsabhängige Simmeringe gibt und ich wirklich penibel darauf geachtet habe, das alles wirklich gut zu machen, gehe ich tatsächlich davon aus, dass diese Trottel mir einen Simmering verkauft haben, der nur auf diese Laufrichtung dicht ist, aber nicht auf diese Laufrichtung und somit das Öl rauspumpt. Das passt auch gut zu dem Öl, was da rauskommt. Wenn man sich mal überlegt, was hier an Öl ansteht, das ist wirklich nicht viel, aber das bisschen, was da ansteht, scheint scheinbar direkt nach außen zu kommen. Somit bestätigt das meine Theorie. Ja, also wir bauen diesen schönen Dichtring hier ein. Dazu müssen wir den alten erstmal ausbauen. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwer. Also wie gesagt, das Rad kommt runter, Schraube raus natürlich vorher. Dann gehen wir hier seitlich rein. Ich habe zum Glück hier einen Zylinderkopf liegen. Ne? Den könnt ihr auch kaufen, wenn ihr wollt. Dann gehen wir hier seitlich rein mit unserem schönen stabilen, gehärteten Dingens hier, gehen hier rein und hebeln dann im Prinzip den Dichtring so raus. Der Vorteil dabei ist, wenn wir mit diesem tollen Teil, ich klopfe es gleich mal wieder ein, da dran gehen, können wir die Lauffläche der Nockenwelle nicht zerkratzen. Wenn wir jetzt mit einer Spackschraube dabei gehen, was also viele machen und was auch gut funktioniert, was ich auch mache, und drehen hier rein, haben wir zwei Probleme. Zum einen, wir kommen natürlich von hinten nicht ran, ne, denn die Karre sitzt da irgendwo ja auch. Zum anderen ist es so, wenn wir da irgendwo schief reindrehen, dann sind wir direkt in der Lauffläche der Nockenwelle. Das ist natürlich scheiße, weil dann wird es teuer, ärgerlich, könnt die Karre wieder auseinanderbauen. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Somit gehen wir hier seitlich rein. Im Prinzip legen wir uns an der Nockenwelle an, bis oben durch, ne? Also bis ganz nach oben in die Ecke der Lager, dieses Lisa Lagerbrücke rein, hebeln die Scheiße raus. So, nehmen wir unseren neuen Dichtring, setzen den an und treiben den ein. Normalerweise treibt man ja sowas eigentlich mit einer Nuss ein und einem Hammer oder irgendeinem Spezialwerkzeug. Das haben wir natürlich nicht, weil das Geld kostet und irgendwie, naja, ist auch egal. Ihr könnt aber eine 34er Poxon-Nuss nehmen, weil die geht hier wunderbar schmatzend rein. Und eine entsprechend lange Schraube, durch Zufall ist es auch eine mit einem 18er Kopf. Setzen wir also diesen Plünn hier so ein bisschen auf. So, so. Und dann zieht sich das Ganze automatisch gerade in die entsprechende Position, nämlich bis hinten durchgeschoben. Wir können den ganzen Kram wieder auseinanderbauen. Unser altes Nockenwellenrad wieder drauf machen, das mit dem 18er ordentlich anknallen, so doll ihr könnt. Und dann läuft das Ganze wieder. Der Vorteil hierbei ist, wir haben keinen Schlitz in der Nockenwelle. Das bedeutet, wir können oder müssen nicht ganz so hundertprozentig vorsichtig sein mit unserem Dichtring. Ja, denn vorne die Dinger, die haben ja einen Schlitz.
Da sollte man schon vielleicht mal eine Lage Isolierband drüber machen, dass der Simmering da also nicht kaputt geschnitten wird. Das haben wir hier alles nicht. Und wir haben, für Discovery gesprochen, relativ viel Platz. Ja, das Ganze ist natürlich trotzdem eine Aktion mit Spiegel und viel Fummelei. Ist trotzdem scheiße, macht keinen Spaß. Aber wenn ich mir überlege, dass ich den Motor dafür ausbauen könnte und Land Rover im Reparaturhandbuch sagt, ja, 1,5 Stunden, könnte das vielleicht hinhauen. Ich hoffe inständig, dass es nicht an der Verklebung hier dieser Lagerbrücke liegt. Da habe ich mir echt viel Mühe gegeben, das kann eigentlich nicht sein. Sondern dass es wirklich hier an diesem Simmering liegt. Und das Öl kommt aus dem Gehäuse hier von dem Riemen und der Riemen selbst ist trocken. Also kann es eigentlich nur so sein, dass es hier also runterrinnt. Zack, am Zylinderkopf und da der Schiefhelm geht das dann hier und tropft von dieser schönen Schraube oder wo auch immer hier weiter runter und auf den Turbolader. Hoffen wir mal, dass es so ist. Ja, wir sehen uns gleich vielleicht am Auto wieder, wenn ich laut schreien und fluchen versuche, den Zahnriemen hinten auszubauen. Dann da also entsprechend diesen ganzen Dreck da versuche rauszuziehen hiermit. Leider kann ich euch da nicht ganz so viel zeigen, denn ne, ihr wisst ja selbst, wie das da hinten aussieht. Allein den Deckel abzumachen erfordert schon eigentlich, dass man mit einer Flex ein Loch ins Blech schneidet und dann den Scheiß ausbaut. Wir müssen mal gucken, ob das so überhaupt klappt. Im dümmsten Fall ist es leider so, dass wir tatsächlich hier die olle Haube abnehmen müssen und dass wir dann, tja, hier, ihn hier, ne? Schauen wir mal. Also, bleibt gespannt, ich bin's auch. Wir sehen uns gleich. Bis dahin, reinhauen. Da sind wir wieder und für diejenigen, die bis gerade nicht geglaubt haben, dass es geht, hier ist der alte Simmering, hier ist der neue. So, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückrudern. Also der Simmering ist einfach im Arsch, wie man sieht. Er ist aber doppelwellig. Ja, warum er jetzt im Arsch ist, kann ich nicht sagen. Er war brandneu. Naja, gut, die Ecke müssen wir natürlich jetzt mal vergessen, weil da habe ich meinen Dorn durchgerammt. Aber wenn wir da jetzt mal richtig nah rangehen, sieht das irgendwie alles so ein bisschen komisch verschmuggelt aus und die Kanten sind auch nicht scharf. Ist auch vollkommen egal. Wir bauen also unseren neuen, alten, neuen Dichtring hier ein. Der ja offensichtlich so aussieht, wie so ein Dichtring halt aussehen muss. Ja, wie sind wir da hingekommen? Also zuerst einmal zeige ich euch mein Spezialwerkzeug. Das ist das originale Tool 303 irgendwas. Nein, ist es natürlich nicht. Ich habe mir hier also was gebastelt. Das Thema ist ja, wir haben hinten eine Schraube, die ist mit 80 Newton angeknallt und irgendwie ein paar tausend Grad, das weiß ich nicht, wie viel die gekriegt hat. Jedenfalls hat die ordentlich was gekriegt. Schlagschrauber Stufe 3. Und wenn wir diesen ganzen Rümmel hier ausgebaut haben, müssen wir das irgendwie lösen. Das zeige ich euch aber gleich. Wir fangen erstmal so an, euch zu erklären, was ihr wirklich ausbauen müsst. Zum einen das Crossover-Rohr, ne, raus, fertig, ist klar. Dann fummeln wir hier den ganzen Kabelbaum ab, nachdem wir hier diese beiden Muttern gelöst haben. Bei mir sind es jetzt schon Schrauben, weil ich die Mutter mal abgerissen habe. Da habe ich also Löcher reingebohrt und Gewinde reingeschnitten, die Messingdinger. Und dann, damit der Kabelbaum so schön rausgeknickt werden kann wie hier, muss nicht die Leitung hier ab. Also hier diese olle Spritleitung. Kann, ich weiß es nicht, wie es bei Autos ist, diese Stahlscheiße haben. Ich habe da Gummi, von daher muss es nicht. Es kann sein, dass es ab muss. Dann muss dieses schöne Winkelstück hier raus. Dass es also hier zu der Kurbelgehäusegeschichte geht. Und dazu braucht ihr VHS 1638, VW Spezialwerkzeug oder auch Schellen Zangenband genannt. Kostet bei Amazon ein paar Euros. Hilft euch aber ungemein, weil ihr kommt an diese Scheißschellen sonst nicht dran. Ne, das ist hier im Prinzip diese Verlängerung. Dann könnt ihr das Ding rausnehmen. Boom. Kabelbaum schön nach vorne ziehen. Ne, denn das Ding wird da davon eingeklemmt. Passt bitte auf, hier ist noch der Kabelbaum zur Hochdruckpumpe dran. Den kriegt ihr nicht ganz raus. Und dann wird es ein bisschen fummelig. Dann müsst ihr nämlich diesen beschissenen Deckel hier abbauen. Und ich habe fast einen Hutanfall gekriegt und wollte das Ding schon klein schlagen. Sieht man hier. Ist zum Glück stabil genug. Da hatte aber schon mal jemand vorher die Idee, der da ausgerastet ist, wie man sieht. Ich war es in dem Fall nicht. Ihr müsst das Ding also erst da hinten so ein bisschen rausheben, dann nach hinten drücken und dann so ein bisschen wickeln, 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 wickeln. Und dann könnt ihr das so hier rausfalten. Dann kommen wir zum Spezialwerkzeug. Das Original-Spezialwerkzeug, was nicht auffindbar ist, von Land Rover ist zweiteilig. Ihr habt also einmal einen Halter für das Pulli. Ne, das wird dann also hier gegen angeschraubt. Und dann habt ihr das eigentliche Spezialwerkzeug, was so aussieht, nur in hübsch, mit so einem Ding, mit so einer großen Platte, dass es also nicht runterrutscht. Wenn man nicht dumm ist, braucht man das nicht. Warum
wird das Pulli hinten blockiert. Naja, ist klar, wenn wir hier drehen, dann drehen wir natürlich den Motor rückwärts. Aber es gibt noch einen anderen Trick. Ihr könnt eine Verlängerung da drauf stecken, ne, diesen abgeflexten, angeschweißten Schlüssel hinten aufstecken. Kurze Verlängerung da drauf, dann liegt das Ding hier drauf an. Und wenn wir jetzt mal überlegen, die Nockenwellen drehen bedeutend langsamer, ne, als die Kurbelwelle unten. Das bedeutet, wenn wir hier unten drehen, haben wir natürlich Drehmomentveränderung und können mit wesentlich weniger Kraft hinten die Mutter lösen. Und belasten natürlich den Riemen nicht stärker, als er im Betrieb belastet wird. Und ich denke mal, also 40 Newton oder was auch immer gehen da auch wohl so durch. Ne? Und andererseits haben wir natürlich kinderleichte Arbeit, unten drehen, fertig. So. Wieder rein sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da müssen wir ein bisschen tricksen. Ne? Da müssen wir also das Ding tatsächlich aufstecken und drehen. Aber wir können hier unten die Kurbelwelle gegenhalten irgendwo. Ne? Das ist ja alles eine schöne Bewegung. Hier ziehen, da drücken. Mit zwei Knarren oder einem Drehmomentschlüssel geht das schon. Das ist nicht das Thema. So, dann habe ich euch ja erzählt, wir haben mit dem Dorn den alten Simring rausgehoben. Genauso wie ich es am Zylinderkopf gezeigt habe. Ging es auch da, war wirklich kinderleicht, ist idiotensicher. Dann bauen wir den neuen ein. Ne, den werden wir also jetzt schön mit, wo habe ich die scheiß Schmiere denn? Hier mit ihm hier. Nee, das ist eigentlich für HT-Rohre. Ich habe hier noch irgendwo so einen Scheiß für Radialwellendichtringe, Einbau, Plönen halt so ein Schmierzeug. Das kommt da drauf von VW. Kommt dann da rein. Ich suche es nochmal eben schnell raus. Ist blau, da kostet die Tube ein Schweinegeld. Naja, sowas können wir natürlich auch nehmen, aber das wäre dann halt wahrscheinlich nicht so das Richtige. Silikon-Dichtmittel, nö, nö, nö. Lenkgetriebe, Fett, nö, das brauchen wir also auch nicht. Sekundenkleber auch nicht. Schauen wir mal hier, hier sehe ich was. Silikon-Dichtmittel, nö. Plastiloop Sealing Grease for Radial Shaft Oil Seals. Ja, das ganze Ding hat also die VW-Teilenummer, na, mach mal scharf, 052-128A1. Was bei VW funktioniert, funktioniert bei Land Rover doppelt so gut. Von daher schmieren wir das da dran drauf. Und dann gibt es noch so einen kleinen Trick im Reparaturleitfaden. Ich habe extra nachgeguckt. Ist es also so gesagt, dass man die Schraube, die man diskarden und neu kaufen soll, was wir natürlich nicht tun werden, weil sie ist schon weg. Aber die werden wir natürlich nicht diskarden und neu kaufen, weil die kosten Schweinegeld und ich sehe es nicht ein, dass so eine scheiß Schraube neu gemacht wird. Die muss mit Loctite eingeklebt werden. Ich vermute daher, weil man einfach das Drehwinkelding nicht da drauf kriegt. Da freue ich mich mit dem Drehmoment, mit dem Schlagschrauber angeknallt. Das machen wir es mit Loctite, das funktioniert genauso gut. Ich halte euch gleich mal auf dem Laufenden. Ja, once again, wackel, wackel. Felix 1, Land Rover 0. Das hat wohl gut funktioniert, hätte ich jetzt mal behauptet. Jetzt knallen wir die Schraube wieder rein und das Rad wieder drauf und diesen ganzen anderen Plünn wieder rückgängig. Ich habe da vorne noch einen kleinen Schnipsel drauf gesehen, den muss ich noch abmachen, das ist einfach nur so ein bisschen Dreck. Lampe. Maus. Und ja, dann geht das ganze Ding also wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Ich glaube, wenn ich es auseinandergekriegt habe, kriege ich das auch wieder zusammen. Denkt dran, 80 Newtonmeter kriegt dieses schöne Schräubchen. Und ihr müsst auch so ein kleines bisschen was berücksichtigen. Ihr könnt nicht zwingend mit einem Drehmomentschlüssel dabei gehen, denn dafür müsst ihr rechnen können. Ich kann es nicht, deswegen mache ich es nach Gefühl, wie immer. Habe ich mein Spezialwerkzeug gelassen, hier. Denn wir müssen ja Hebelwirkung, ne, weißt du, Newton, Hebel, da berücksichtigen. Und ich weiß nicht, ob man das so alles ausrechnen kann, wenn man kein Genie ist. Ich bin es nicht, ich bin ein Schrauber. Bisher hat es immer gut funktioniert. Ich knall es einfach an, Loctite kommt drauf und halte an der Kurbelwelle unten gegen. Somit drehen wir das ganze Ding so ein bisschen zusammen und es wird genau so belastet, wie es auch beim Laufen belastet wird. Also über die Laufrolle, nicht über die Spannrolle. Hinterher natürlich die ganzen anderen Dinger wieder drauf, Deckel drauf, Feierabend. Aus die Maus, Mickey Maus, wie man so schön sagt. Das Ding habt ihr reparieren können und ich habe es euch bewiesen. Es geht ohne Haus runter und es ist wirklich nicht schwer. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe jetzt endlich ein Like verdient von euch, ein Abo und was auch immer. Und ich hoffe, ihr erzählt auch euren anderen Freunden und Leuten und wie auch immer das geht, wenn ihr es braucht. Bis dann, macht's gut, reinhauen, tschüss.